Mein größtes Laster ist, dass ich morgens 6 bis 8 Wecker brauche, um aufzustehen und dann tatsächlich immer noch meistens 10 Minuten zu spät komme. In einer Beziehung gibt es absolut nichts Schöneres, als zu kuscheln und nebeneinander aufzuwachen und einzuschlafen. Ist auf jeden Fall ein Muss für mich. Sex am Morgen ist natürlich auch immer eine tolle Sache und der beste Start in den Tag. Lieber Lukas, du hast ein Date! Sibel, du findest ihn aber nach wie vor gut. Ja. Also ich wollte ehrlich gesagt rausdrücken, aber ich habe das Video so gern geschaut. Aber ich glaube, du bist ein bisschen zu jung für mich. Also ich glaube, ich könnte, wenn wir rausgehen, ich glaube, alle würden denken, ich bin... Ja, okay. Die liebe Tante. Oh ja, wie geht's dir? Du findest alles super. Ich finde alles super. Okay. Ich sehe mich schon auf dem Golfplatz morgens um 10 Wein trinken. Du kannst machen, was du willst. Kannst ein paar Bälle schlagen. Ich, so, ich finde super, was du machst. Ich feuer dich auch noch an, wenn es sein muss. Geil, Schatz. Ah, nee, da ist er. Okay, okay, sehr gut. Und die liebe Lea, guck mal, wie du guckst. Du bist ja am Funkeln hier. Nein. Also ich nein. Alles toll, was er gesagt hat. Auch das mit dem Boxen ist mir später eingefallen. Mein Onkel ist ja Boxer. Aber ich bin ein bisschen am Struggeln, weil ich bin auch so ein unpünktlicher Mensch. Oh. Ja, aber das könntet ihr erklären, weil jetzt ist ja er an der Reihe, ne? Also stimmt. Vielleicht werdet ihr auf ein Date zusammen gehen. Denn 4 sind übrig. Jetzt drehen wir das ganze Spielchen mal um. Warte. Jetzt willst du aber jetzt mal. Warte. Du buzzerst jetzt erstmal 2 dieser 4 Damen raus, ja, und dann kommst du wieder. Also, alles klar. Bitte, lieber Lukas. Wen nimmt er wohl? Ah, guck mal. Okay. Ah, ja. Okay. Oh, ich hab Angst. So, jetzt entweder Lea oder... Oh ja. Stell deine Frage an die beiden.